bin doch... Ach, natürlich, weil ich da vorne angefangen habe, deswegen. Oh Mann, so ein Mist. Es müsste gehen. Dankeschön. So. Die stört das Grünzeug ja nicht, ne, wenn der Rasen hier manchmal noch rausguckt. Quatsch. Quatsch. Ich werde trotzdem jetzt mal hier nach oben gehen. Bisschen so. Bemoost halt alles. Wenn man so schon keinen Moos hat, ne? Ja. Falsch. Eckrampe aufwärts mal 2. Dann müsste ich das aber so machen und so machen. Ich glaube, jetzt haut es uns dann gleich wieder den Strom weg. Echt? Weil du dann alles auf einen Schlag anschließt, ne? Nacheinander halt, ja. So. Ah, dann nicht mal. Was ist denn da los? Haben wir so gut gearbeitet? Kann ja gar nicht sein. Oh nee, das ist das Ding hier. Yay! Gute ist, wenn das verschwindet im Boden, das stört keinen Menschen, ne? Weil man es halt einfach dann immer sieht, diese Fundamente. Und wir müssen nicht auf Material achten. Haha! Tata! So. Irgendwas stört da? Ein Vogel. Ein Vogel? Warum läuft der nicht weg? Der müsste doch eigentlich weglaufen. Du hast doch den One Kill. Ja, hab ich auch genutzt. Bei dem Vogel. Ja, die können schon ganz schön gefährlich werden, das, ne? Hallo? Hier ist auch nochmal Eisenerz. Ach da. Ja, 2 Vorkommen sind da, glaube ich. Krass. Man ja fast noch mit in die Eisenproduktion dann einbinden, ne? Ja, im Grunde schon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, gut. Dann würde ich sagen, gehe ich hinter den Felsen. Versteck mich.
blöd. Blöd. Okay, nee, dann mache ich das hier weiter. Mal diese hässliche Natur hier einbauen. So, nein, Doppelrampe 4 Meter. Glasböden gibt's ja nicht, ne? Gibt's nicht die Glasdächer? Ja. Dachte ich zumindest, dass es irgendwie da was gibt. Also es gibt die Glaswände auf jeden Fall. Aber ich glaube, das sind dann die Glasdächer. Und die sind alle schräg. So, jetzt aber. Ja, die sind... Nein, es gibt auch Flachdach. Aus Glas. Ja. Aber das ist für meine Belange nicht passend. Nicht passend, ne. Okay. Warte mal, ich habe doch so viel Kalk einstecken, dann schmeiße ich den gleich mal hier rein in die Maschine. Dann habe ich gleich mal ein bisschen was los davon. So. Dann die andere Production Miner. Okay, irgendwas stört hier. Bist du? Ich hoffe, das ist jetzt das Ding, ne, dass ich jetzt hier umsonst auf dem Kalk rumklopfe. Ich glaube, ich klopfe umsonst rum. Boah, welches davon stört jetzt? Hier scheint irgendwo noch so ein offenes Erz zu sein, oder jetzt in dem Fall wahrscheinlich der Kalkstein, aber weil ich kann den Miner nicht hinsetzen, ist das Problem. Aber man sieht ja nicht, woran es liegt. Das muss schon das Ding sein. Ich klopfe halt einfach mal hier drauf rum. Ha, es war es tatsächlich. Gut erkannt. Ich bin halt... I'm the pest. So, dann... Meiner. Meiner. Und dann lasse ich die zwei im Grunde zusammenlaufen auf ein Band. Was mache ich? So. Zack. Dann schaue ich mal, ob ich da hochgehen kann. Ich gehe ein bisschen näher. Wenn es nicht geht, dann mache ich das mit einem Lift. Ah, das muss ich mit dem Lift machen. Ist in Ordnung. Zack, so. Ups.
Würdest du sagen, dass ich die zusammenlaufen lassen soll, oder? Ist, glaube ich, total egal, ne? Weil die Bänder sind eh viel zu langsam gerade aktuell noch. Ja. Glaube, das ist Bergli wascht. Wirklich wurscht. Bergli wascht. Ups, was ist jetzt? Ich glaube, ich bin mit meiner Maus rausgekommen. Deswegen. Ah, weil plötzlich hat bei mir es geruckelt. Dann müsste ich allerdings das Ganze. Stimmt. Ich mit dir. Dann lasse ich das hier drauflaufen und dann mache ich einen Fussi hin. Dann ist es, glaube ich, schöner. Hoffe ich zumindest. So, zack. Moment, 1, 2, 3. Ich glaube, mit 3 müsste es gerade laufen. Yay. Wegen dem Millimeter, wenn du immer nicht hinkommst, dann dieses Band. Ja. Ja. Bewegst dich einen Millimeter zu weit. So, und damit kommt der Quarz jetzt mit rein. So. Der Quarz, der Kalk. Der Quarzkalk, wer kennt ihn nicht? Ja. Der quarzige Kalk, das ist halt so. Ja, das taucht mir. Ich glaube, dir wird es auch gefallen. So, gepimpt habe ich die schon. Ich bin ja der Oberpimper. Pimpernella. Pimpernella. Okay, mein Job ist getan, also. Also dann. Bis auf und auf Wiedersehen. So, dann mache ich mal hier noch zu, weil das ist nämlich auch nicht schön, wenn das da so offen ist. So, alles schön eingebaut, wunderbar. Das Förderband läuft. Boah, da war schon wieder so ein Ruckler drin. Ich frage mich. Warte mal. Du bist da oben. Nee, du bist nicht da oben. Du bist da oben. Holla. Wie machst du das dann hier bei den. Gehst du da im Grunde dann an jeden Fusionator? Gehst du dann da mit einem. Na, mit einem Lift dran, Was? um das nach unten zu leiten. Wo? Was? Hä? Ja, du hast doch jetzt halt eine Bahn hingemacht. Machst du dann quasi das so mit Liften? Das wäre eine Idee, Oder machst du das dann oben aber ich. drüber genauso? Weil du musst ja auch irgendwie wieder in den Container kommen, oder? Ja, aber ich kann doch dann jetzt in die andere Richtung, also hier nach rechts Ah, rüber fördern und stimmt. dann nach unten und dann geht's nach links durch. Stimmt, kannst du ja auch machen. Das kannst du so machen, wie ich will. Richtig. Ja. So, und jetzt gehe ich, Pimpernella.
hier nach oben. Stimmt, das waren jetzt hier die zwei Eisenvorkommen noch, ne? Die habe ich ja schon ein bisschen fresh gemacht hier mit 20 Eisen und mit Batterien und so weiter. Soll ich dann mal gucken, ob ich die zu dir rüber lotsen kann? Ja. Das ist nur die Frage, willst du die Einspeisung haben? Ach, du machst hier das Ganze als... Oh. Was? Du gehst quasi aus den zwei Erzen, die schon vorhanden sind, gehst du dann ganz am Ende nochmal nach oben. Habe ich gerade gesehen. Was du machst. Ich versuche das irgendwie nachzuvollziehen, was du da machst. Das, ja, aber du bist ja in einer ganz anderen Ecke. Nee, ich war gerade bei dir am Turm. Ah, ja, ich gehe dann nochmal nach oben. Ja. Und ich überlege jetzt gerade, wie ich das ganze Zeug zu dir rüberschaufel. So. Wir werden das wahrscheinlich sowieso nochmal komplett umbauen müssen, weil... Nein. Gebaut ist gebaut. Ja, zumindest ist die Einspeisung, weil ich habe ja nur zwei Eingänge und wenn und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 5 Miner auf zwei Eingänge. Die graben sich ja selber das Wasser ab. Ja, kann man so sagen. Deswegen mit also dann der, soll mit der ich Einspeisung, das mit dem, da muss ich mir noch mal definitiv was überlegen. Ich soll denke, ich das dann lassen mit dem Eisen hier oben? Ja, erst einmal, weil das okay. Ist gerade vergebene Liebesmühe, weil dieser Eisenproduktionsturm, der jetzt hier steht, ich denke nicht, dass das die finale Produktion bleiben wird. Erst einmal viel zu wenig Durchsatz und das ist auch nicht... Nee, es ist nicht gut. Okay. Dann schaue ich mal, was ich sonst noch kaputt machen kann. Ach stimmt, ich habe ja die Kabelproduktion hier. Da könnte ich mal gucken, ob die schon... Oh ja. Also wir haben auf jeden Fall die 1000 Kabel. Locker. Das Einzige, was noch fehlt, das muss ich wahrscheinlich dann auch erst einmal noch separat herstellen. Das sind die modularen Rahmen. Weil sonst kriegen wir nämlich den Meilenstein hier nicht fertig. Und ich will unbedingt noch die Stahlproduktion ja hinbekommen. Dass wir dann endlich auf die besseren Förderbinder umsteigen können. Genau, weil die Förderbänder... Nee, die haben wir ja auch noch nicht. Da müssen wir dann erst einmal in die Stufe 4 rein. Oh Gott. Okay. Das heißt, ich muss gucken, dass ich jetzt die modularen Rahmen irgendwie herstelle. Dann zapfe ich die Eisen hier an. Ja, fürs Erste. Ja. Weil da ist es ja dann erst einmal wurscht, wie das hergestellt ist. Hauptsache, es wird hergestellt. Ja. Ich kann ja... Weil das sind ja die Vorkommen, das sind ja, glaube ich, diese Unreinen, ne? Da kommt eh nicht so viel raus. Wie viel schaffen denn die 30 pro Minute gerade mal, obwohl die ganz hoch gepimpt sind? Boah, okay, 1, 2, 3. Dann mache ich einfach bei jedem drei Stück, drei Schmelzen.
So, heute sind wir wieder recht maulfaul, ne? Ja, weil ich mich gerade schon wieder etwas verbaut habe. Frag mich doch einfach was. Dann antworte ich dir schon. Okay, was? Was? Ja, ich habe dich jetzt gefragt, was. Also, was du mich fragen sollst. Gib mir eine Antwort. Ja, keine Ahnung, was halt. Meine Güte. So, ich übe das jetzt halt mal mit den Splittern hier. Einfach nur einen Splitter bauen. Ich habe es geschafft, ich habe einen Splitter gebaut. So, aber mehr Splitter brauche ich nicht. Dann mache ich das nämlich die 4 bitte. So, das ist jetzt ein Mistbau, den ich da mache. Das ist aber auch klar, ne? Weil es jetzt dafür eigentlich auch nicht wichtig ist. So, wir stellen hierher Eisenbarren. Oh, ich habe noch so viel Eisenbarren einstecken. Dann tue ich die mal hier rein, die ich da habe. Ups. Zack. Warte mal, kann ich da nicht? Ja, stimmt, ich kann doch überall aufdrehen. Ich muss ja nirgends eine Batterie reinmachen, ne? Wir können die einfach so hochdrehen. Ja. Einstellung kopieren. Da habe ich sie schon drin. Oh, das ist sogar die, das ist nicht schlecht, das sind sogar die Batterien mit kopiert, wenn ich die Einstellungen in die Maschinen kopiere. Echt? Ja. Ich habe damit noch nie irgendwas gemacht, bis, ja. Geil, was ist dir Latte, ne? Total. Richtig, ja, total. Ist dir, wie sagt man in Franken so schön, das ist dir Bumbel. Ja. So, Richter, rein da, rein da. So, dann habe ich nämlich das Eisen jetzt auch weg. Und ich schmeiß mal die Batterien raus, die ich jetzt noch einstecken habe. So. Warum habe ich jetzt halt eigentlich schon wieder den Hubwürfel einstecken? Weiß ich nicht. Habe ich erst... Warte mal, den habe ich doch, glaube ich, in die... Ich habe meinen raus und dann, glaube ich, hast du den eingesteckt, aber ich weiß es nicht sicher. Du hast deinen raus und ich habe ihn eingesteckt, oh meine Güte. Ja. Geht schon wieder so los. Ja. Schlimm. Ja. Das ist keine Freude mehr. Ah, da ist der Eingang, Ausgang. Wo war denn der Schredder? Der war da hinten. Ich verlaufe mich schon auf unserem eigenen Grundstück hier. Dumm das. Ja. So, die Leute sehen mich eh meistens nur rumrennen. Was auch sonst. Da wir ja die Keilerüberreste und so weiter auch nicht brauchen, kann ich das hier alles in den Schredder schmeißen, ne? Wir brauchen das Zeug ja nicht. Wächter mit. Oder warte mal, was fehlt denn jetzt eigentlich noch bei dem. Bei der Forschung? Das habe ich immer noch nicht rausbekommen. Ach, wo ist denn der Forschungsdingsbums? Ach, weißt du was, den stelle ich jetzt einfach nochmal daher, dass ich kurz nachgucken kann. Nam, nam, nam. Kartierung, genau, das ist das Zeug, was wir haben. Gut, gut. So, Beryllnuss. Oh, wird die Beryllnuss eigentlich auch aufgebraucht? Geschreddert? Nee, ich glaube nicht. Oh, oh, ich habe irgendwas rein, was nicht geschreddert wird. Wo habe ich den Eingang hingemacht? Da.
Okay, die Alien-Überreste, die werden nicht geschreddert.